Hallo, ich bin Alfons. Ich bin die älteste Weinbergschnecke in meiner großen Familie. Ich lebe hier im Bayerischen Wald und habe schon vieles in meinem Leben gesehen. Da kommt auch schon meine kleine Enkelin Bertha. Oh, hallo Opa. Erzählst du mir heute wieder etwas Neues? Natürlich, Schneckelchen. Heute geht's bei unserem kleinen Ausflug um die Biodiversität. Unter Biodiversität versteht man die vielen verschiedenen Arten und die Vielfalt der Natur auf der Erde. Biodiversität unterteilt man in die drei wichtigsten Bereiche: Artenvielfalt, Genetik und Lebensraum. Siehst du dort vorne den Baum mit dem großen Pilz? Dieser ist ein gutes Beispiel für die Artenvielfalt. Was? Das soll ein Pilz sein? Wieso wächst er nicht am Boden? Es gibt nicht nur Pilze, die am Boden wachsen, sondern auch welche, die an Bäumen leben. Das beste Beispiel ist der rotrandige Fichtenporling, der auf Totholz lebt und wichtig für die Zersetzung des abgestorbenen Holzes ist. Durch den Pilz bekommt der Kreislauf der Nährstoffe im Bergwald neuen Schwung. Wow, das ist ja beeindruckend. Aber was ist Genetik? Kannst du dich noch an meine Freundin Brunhilde erinnern, die hier am Lusen wohnt? Ich habe hier zufällig ein Bild von ihr dabei. Die sieht ja lustig aus. Aber so viel Unterschied sehe ich da gar nicht. Sie gehört zu der seltenen Spezies der Bergklarschnecke und ist durch den Klimawandel sehr gefährdet. Grund dafür ist, dass sie nur auf den Gipfeln der Berge leben kann. Sobald es dort allerdings wärmer wird, wird sie durch andere Arten verdrängt. So stirbt sie dort aus und kann ihre Gene nicht mehr weitervererben. So verringert sich die genetische Vielfalt ihrer Art immer stärker. Opa, Opa, was war das? Zieht etwa ein Gewitter auf? Nein, dort hinten ist nur ein gewaltig großer Baum umgefallen. Sein Leben in diesem wunderschönen Wald ist vorüber. Voraussichtlich wurde er vor geringer Zeit von Borkenkäfern befallen. Der Borkenkäfer ist eine sehr oft vorkommende Art im oberen Teil des Lusens. Er nistet sich unter der Rinde gesunder Bäume ein und verursacht ihr Sterben, indem er sich Wege unter der Baumrinde frisst. Dieser kleine Käfer kann so tolle Kunstmuster in den Baum machen. Da staunst du, was? So kinderleicht kann man Biodiversität erklären. Vielen Dank, Opi, für den tollen Ausflug.